Es ist so leer hier ohne die Kinder. Ich wünschte, ich hätte sie auf den Ausflug begleiten können. Sie sind es. Da bin ich aber froh. Victoria ist krank. Kaum geht es aufwärts da atmet sie plötzlich nur noch ganz flach und die Ärzte wissen nicht, was ihr fehlt. Ihre Kette. Ach so, die liegt auf der Kommode. Der Verschluss war kaputt. Ich habe ihn repariert. Hat irgendjemand nach ihr gefragt? Nein. Sie sind hier. Ich muss Victoria hier wegholen. Wo ist der sicherste Platz im Haus? Oh, Im Keller, würde ich sagen. Dann gehen Sie dorthin. Ich komme mit Victoria nach. Ja, natürlich. Oh Gott, mir kurz beistehen. Oh. Komm. Danke. Sie sind zurückgekommen, wie Sie es gesagt hatten. Ich hatte solche Angst. So, und damit herzlich willkommen zurück zu Hitman Absolution. Wir haben es beim letzten Mal gesehen, Birdie hat das große Flattern bekommen, das untreue Suppenhuhn. Und wir werden jetzt mal schauen, dass wir das Mädchen hier rausbekommen, bevor die Post abgeht. Und hier geht schon Großwasser. Psst, leise. Ich habe Diana versprochen, auf dich aufzupassen. Ja, das waren wohl Schüsse. Und ich bin nicht gerade schnell mit dem Mädchen auf dem Arm. Da ist der Aufzug. Und der Aufzug wird benutzt. Ja, wir sollten uns wohl verstecken. Was ist das für ein Geräusch? Donuts. So ist meine Idee. Der Kerl mag sie gerne blutig. Das macht ihn an. Vermutlich wurde der Okay, das ist unsere Chance. Dann hauen wir mal ab. Wer hätte auch erwartet, dass sie es uns so leicht machen? Dann schauen wir doch mal. Was wir angefangen haben. Na los, gehen wir. Wir müssen das Mädchen finden. Sie machen ihn ganz schön fertig. Tja, wenn wir sie nicht finden, reißt Wade uns allen den Arsch auf. Los, find mal raus, was sie haben. Okay, die knallen hier die Nonnen ab. Das ist ja gar nicht nett. Ja, wir nehmen hier alles auseinander. Noch keine Spur. Ich glaube, den schnappen wir keine uns direkt Sorge, mal. Die finden sie schon. Ja, mach ich. So. Der muss direkt mal weg. Denn ich erinnere mich, dass dieses Level nicht wirklich ohne war. Also wir könnten hier in arge Schwierigkeiten geraten. Und auch wenn unserem Hitman die Priesterverkleidung gut steht, werde ich mir wohl eine Verkleidung von den Jungs hier zulegen. Ich hätte natürlich gleich die von dem da nehmen können. Schauen wir doch mal. Oh, da liegt eine Axt. Versuch du mal, was auf den Lauf zu kriegen.
Wir locken mal den einen Typen hier rein. Schnappen wir uns mal die Axt. So, wer kommt nachschauen? Der Richtige. Okay, okay. Na, hier ist doch keiner. Los, hey, schleich dich. Wenn du das nochmal machst, dann machst du das nicht nochmal, okay? Ja. So, komm mal her, 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 komm mal her. Ah, verdammt. Zu langsam. Ich hätte es vielleicht noch machen können. Der Flügel dort hätte uns gut Deckung gegeben. Na gut, dann eben nochmal mit Gefühl. So hier. Was? Soll ich jetzt vergehen oder was? Worauf wartest du? Ja, zu mir einen direkten Befehl geben. Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Und jetzt müssen wir schnell sein. Wer macht hier diesen Mordslärm, hä? Ich will antworten. Du kriegst gleich was Besseres. Wirklich? So. Fein, dann verkleiden wir uns mal. Wie hübsch. Hockeymaske und Strumpf. Sieht aus wie irgendeine Märchenfigur. Dann mal rein mit dir in diesen Wäschesack. So, und hier hat das Verkleidungssystem so ein paar Schwächen, denn eigentlich könnten die überhaupt nicht unterscheiden, ob wir nun zu ihnen gehören oder nicht. Also wir sind so gut maskiert, aber natürlich fallen wir auch so auf. Das heißt, wir werden trotzdem vorsichtig sein müssen und mit unserem Instinkt durchkommen müssen. Schauen wir doch mal. Was haben wir hier? Spielzeugroboter. Ja, Morden mit Spielzeug kommt immer gut. Tja, dem Wachmann, dem könnten wir ja irgendwie helfen, aber um das zu tun... Wie könnten wir dem Wachmann helfen? Ich denke mal, für Ablenkung sorgen ist das Einzige, was sinnvoll ist, außer wir wollen ihnen eine Kugel verpassen. Das heißt, wir sorgen mal für Ablenkung, wie gewohnt. Okay. Ist da jemand? Komm raus, aber sofort. Und der andere Typ schaut auch noch in unsere Richtung, was wenn ich das sagen? Richtig sehe. Komisch. Okay, ärgerlich. Geht der jetzt etwa? Nein, der geht wieder hin. Okay, so allmählich wird mir das Spielchen zu blöd. Haben wir eine schallgedämpfte Waffe? Die ist nicht schallgedämpft. Und das, was wir hier so dabei haben... Nein, auch nicht. Ich hätte jetzt fast... wir haben ein Messer. Oder wir hatten ein Messer. Das holen wir uns wieder, würde ich sagen. So, komm mal her. Ich eiere hier ziemlich rum, oder? So. Okay, so geht's auch. Den sollten wir hier wegschleppen. Natürlich hinterlässt er eine Blutlache.
so ein kleines Messerchen im Kopf, blutet ein wenig. Und die könnte der andere finden. Ja, Gegner bemerken hier Blutlachen. So, du kommst mal da rein. Dass wir den getötet haben, hat uns natürlich Minuspunkte gebracht. Was soll es? So, den schnappen wir... Ah, der guckt in unsere Richtung, oder? Nein? Ach, das ist der Wachmann, der in unsere Richtung schaut. Okay, okay. Ich habe nichts gesagt. So. Fein. Den schaffen wir auch noch kurz zur Seite. Das hat ja alles in allem schon wieder jede Menge Zeit gekostet. Ich habe gestern erst mit derselben Taktik in Deus Ex einiges geklärt, wenn einige zugeschaut haben. Deswegen wollte ich jetzt nicht wieder auf diese Ablenkungs- und Einzelausschalttaktik verfallen. Zumal das ja auch nicht wirklich geklappt hat. So, können wir mit dem irgendwie... Nö. Na gut, zumindest machen sie ihn nicht kalt. Dann schauen wir mal weiter. Wir brauchen die Sicherungen für den Aufzug. Oh, hier wird doch geschossen. Eine Spritze. Ja, tausche Axt gegen Spritze. Da ist eine Sicherung. Scheiße, wenn ich das wüsste. Ja, das dauert schon so lange. Oh, und da stehen ja welche. Ich hasse es, wenn die Kinder mit dem Essen spielen. Mit wem redet der? Oh. Bleibt der dort stehen? Scheinbar. Oh, 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 fuck. Sieht der uns dort hinten? Das war aber verdammt knapp, würde ich sagen. Du bleibst mal kurz hier liegen. Und dann schnappen wir uns den anderen noch. Oder auch nicht, denn der steht verdammt dämlich. Ich glaube, es tut mir leid, Kollege. Diese Impfung war tödlich. So, du liegst wieder in der Blutlache. Haben wir noch irgendwas, um die wegzupacken? Ansonsten wären es, ja, wäre das eine doofe Aktion gewesen. Hier gibt's nicht wirklich was, oder? Hm. Greifen wir uns die Spritze erst. So. Der war voll. Der andere Container war auch voll. Gab's da vorne noch irgendwas? Hier. Oh, die Bibel, oder? Nein, keine Bibel. Ich dachte schon, wir können Leute mit der Bibel erschlagen. Okay, scheinbar können wir die Leute hier nicht mehr loswerden. Das wurmt mich gerade. Hm. Oder habe ich hier... Ach, da ist ein Schrank. Da habe ich das Offensichtliche übersehen. Verzeihung. Loswerden möchte ich sie noch. Auch wenn die Gegner wahrscheinlich sowieso ausflippen, wenn die hier hochkommen und die Blutlache sehen. Aber wenigstens finden sie dann keine Leiche. Hier kann sich ja auch nur jemand übel beim Rasieren geschnitten haben. So, das war einer. Und dann noch der zweite. So. Jetzt haben wir uns natürlich jede Versteckmöglichkeit vollgestopft.
Aber hoffentlich brauchen wir es nicht. Übrigens schön die benutzten Windeln unten im Schrank. Na, sie sind nicht benutzt. Okay, dann müssen wir da runter. 3 Sicherungen sehe ich noch. Und die zu bekommen wird sicher kein Kinderspiel. Ein Safe-Punkt. Ja, ich aktiviere ihn mal. Ach, hier können wir uns verstecken. Wie schön. Die Schurken, die gerade dutzendweise Nonnen über den Haufen geschossen haben, informieren sich danach erstmal am Infostand über die Kirche. Ja. Und ob ihnen auch schön vergeben wird, da könnten wir rein. Aha. Ich glaube auch, das werde ich mal tun. Zumindest um mal zu schauen, wo es hinführt. Ach schön, eine Rassel im Lüftungsschacht. Da gehen die Kinder wohl gerne durch die Schächte. Oh, da ist gerade sowas wie eine Versammlung. Der Chef ruft die Leute zusammen. Wo ist... Da hinten ist eine Sicherung. Okay. Da ist sie. Noch eine. Beeilen wir uns mal. Hübsch vorsichtig. Ich will keinem in die Arme laufen. Was haben wir hier? Ein Spielzeugroboter und eine Kiste.